Wir nähern uns der Mitternacht, der wirklichen Mitternacht, also nicht der 0-Uhr-Anzeige auf unseren schönen Digitaluhren. Mitte der Nacht, dem genauen Gegenstück zum Sonnenhöchststand. Mitternacht, die Zeit, an der wir uns der Zerstörung des Tempels, dem Fall Jerusalems und der Zerstörung des Tempels, des Hauses der Heiligkeit erinnern. Gedenken. Da dies dieser Abschluss der Reihe ist, sich mit den 22 Zeichen des hebräischen Alphabets zu befassen und diese 22 Zeichen ja die Welt des Exils verkörpern, verdeutlichen, versinnbildlichen, ist dieses Gedenken der Tempelzerstörung und damit dem Beginn dieses Lebens im Exils. Diese Mitternacht also genau der richtige Zeitpunkt. Die ersten drei Teile hatten die Einer, die Zehner und die Hunderter behandelt. Die ersten zehn, die zweiten zehn und dann die letzten vier Zeichen des Alphabets. Und hier und da wurde das eine oder andere versprochen oder zumindest angekündigt, in der Hoffnung noch dazu zu kommen und bisher nicht eingelöst. Und so ein paar grundsätzliche Sachen zum Begriff des Zeichens im Sinne des Alphabets, was ja alles Konsonantzeichen sind und den Bezug davon zur wirklichen gesprochenen Sprache, die ja deutlich mehr als nur die geschriebenen Zeichen sind, insbesondere auch deutlich mehr als die Knacklaute oder Laute, die noch nicht für sich wirklich hörbar sind. Also selbst wenn man versucht, anstatt G zu sagen G, ist da immer noch dieses Ö. Und es ist ja schon ein Vokal, der da mitkommt, damit wir es überhaupt hören können. Und genau in diesem Sinne sind halt die Zeichen des Alphabets wirklich nur das quasi abstrakte Grundgerüst, das Skelett. Oder man könnte sagen, so wird es auch gesagt, der Körper, der Guf. Da wird dann dieses Wort für Körper für benutzt. Der Guf der Sprache, des Wortes. Und es fehlt eben noch, was man dann als die Vokale kennt und was dann mit dem Geist, mit dem Riach assoziiert ist. Und selbst das, wenn wir also Vokale zu den Konsonanten haben, ist noch keine lebendige Sprache, sondern höchstens irgendwie eine abstrakte Beschreibung von einzelnen Sprachbestandteilen. Die wirkliche Sprache lebt gerade von der Melodie des Gesprochenwerdens. Und diese Melodie oder der Rhythmus oder besser gesagt beides irgendwo zusammen, das ist dann das, was wirklich die Neshama, die das, was wir schon eingeführt haben, also sowas wie die göttliche Seele gegenüber der Nefesh, die irdische Seite des Seelischen, die Leibseele, die Neshama, also ist das, was oben ist. Darauf sind wir schon eingegangen. Und wenn wir nun sagen, die Konsonanten als Schriftzeichen, das ist der Körper, der Guf, dann sind die Zeichen, wenn sie dann tatsächlich ausgesprochen werden, aber immer noch die Konsonanten, das ist dann die Nefesh. Aber auch diese Nefesh kann eben nur wirklich wahrgenommen werden, wenn sie begleitet wird vom Geist, vom Ruach, von den Vokalen. Also, das heißt, um überhaupt gehört werden zu können, muss diese Grundstruktur des Exils, der Verbannung, eben dieses Alphabet, dieses Aleph-Bet, mit dem Geist belebt werden. Und dieser Geist, die Vokale, sind eben nicht in der Heiligen Schrift als schriftliche Tora schon vorhanden. Zumindest nicht uns als Zeichen gegeben. Vorhanden sind sie natürlich als unerschöpfliches Potenzial, eben als das Potenzial des Geistes. Aber in der Heiligen Schrift, im Sinne der schriftlichen Bibel, der Tora, haben wir nur den Körper. Und den beleben wir, indem wir daraus vorlesen, vortragen, sprechen. Die Vokale nach dem Geist, wie er in uns wirkt, wie er in uns weht, diese Vokale einsetzen,
um den lauten Gestalt Klang zu geben. Und dieser Klang, der dann daraus entsteht, ist ganz zwangsläufig eingebettet in den Rhythmus, in die Melodie unseres Sprechens. Und gerade das, während wir vielleicht noch die Vokale mehr oder weniger bewusst wählen können, die wir einsetzen zwischen die Konsonantenzeichen, ist spätestens dann bei der Melodie Ende mit unserem bewussten Wollen und Konstruieren. Da ist einfach, was aus uns herauskommt, unwillkürlich das leitende Prinzip. Das sagen, glaube ich, sogar moderne Wissenschaftler, die sich mit Sprache der Menschen beschäftigen. Die Melodie, sozusagen das, was den ganzen Satz dann formt, ihm Form gibt, das ist schon vorhanden, bevor wir überhaupt den Satz anfangen auszusprechen. Also wir wissen unbewusst schon viel mehr, als was wir vielleicht bewusst versuchen zu formulieren, in Worte zu fassen. Der Grundimpuls, der verkörpert sich dann in der Sprechmelodie. Und das ist eben die göttliche Seele, das wirklich Göttliche, was eigentlich immer im Himmel bleibt, verweilt und hier nur vermittelt, eben dieses Geistes der Vokale, wie wir sie dann setzen und eben in dieser Melodie darbieten. Dieser Geist ist das, was eigentlich wirklich alles trägt und wirklich erst lebendig macht. Die Vokale, kann man vielleicht sagen, machen hörbar, sichtbar, aber wirklich lebendig macht erst die Neshama, die Melodie, die göttliche Seele in allem und insbesondere im Menschen und im menschlichen Sprechen in diesem Zusammenhang. Vokale haben noch einmal sozusagen eine Wissenschaft für sich, die jetzt hier nicht das Hauptthema sein soll, eigentlich gar nicht das Thema sein soll. Aber sie werden sozusagen in einem Kreis angeordnet, der auch mit den Himmelsrichtungen assoziiert ist. Zum Beispiel jetzt nur der Norden wird zum Beispiel beherrscht von dem, was wir als A-Laut kennen. Und der Norden steht grundsätzlich in dieser jüdischen Überlieferung für das Körperliche, die körperliche Seite der Existenz. Auch die Farben sind mit diesem Kreis der Himmelsrichtungen verknüpft. Da ist dann dem Norden das Rote zugeordnet. Also die Adama, die rote Erde, aus dem eben der Körper des Menschen geformt ist, das ist der Norden. Auch Edom, der andere Name für Esau, steht für die körperliche Seite dieses Zwillingspaares aus Jakob und Esau, Jakob, Israel und Esau, Edom. Also Jakob, das geistig-seelische, Israel, das geistig-seelische, dem Süden zugeordnet, wie das Rote von Edom dem Norden zugeordnet ist. Und da könnte jetzt dem einen oder anderen Bibelkenner auffallen, dass ja aber da scheinbar ein Fehler in dieser Zuordnung steckt, denn Esau, Edom, sein Gebirge Seir, Seir das Wort, was zum Beispiel mit Ziege, aber auch mit dem Tor, Sha'ar und dem Haarigen von der Wortwurzel her verknüpft ist. Edom, das ist doch eigentlich gerade im Süden vom sogenannten gelobten Land, in dem Jakob Israel angesiedelt wird. Also warum ist gerade Esau aus dem Süden das, was für den Norden eigentlich steht, für das Körperliche? Dem könnte man sogar noch beipflichten, indem man sagt, ja, und der Süden wird ja eigentlich der Farbe Weiß zugeordnet, aber Weiß, das Wort Lavan, Levana in der weiblichen Form, der Libanon, Levanon, auch von diesem Wort abgeleitet, das ist ja gerade im Norden des Landes im geografischen Sinne angesiedelt. Und der Levanon heißt ja auch deswegen der Weiße, so ungefähr übersetzt, weil er eben von dem weißen Schnee auf seinen Gipfeln bedeckt ist. Und auch Levana, diese weibliche Form des Wortes Weiß, bedeutet der Mond. Und gerade der Mond ist doch gegenüber der Sonne, die für die Sonne des Geistes steht, auch für das Gold des Bewusstseins, steht doch der Mond und seine Assoziation mit dem Silber, Kesef auf Hebräisch,
ein Wort, was auch das Geld bedeutet, vielmehr für das Körperliche, für die körperliche Seite der Existenz, wie auch der Mond besonders eng mit dem weiblichen Element verknüpft ist. Und auch hier wieder in der Gegenüberstellung von männlich-weiblich, doch gerade das Weibliche eher das Körperliche, die körperliche Seite der Existenz versinnbildlicht, verkörpert, repräsentiert. Also warum ist da scheinbar etwas vertauscht in der Zuordnung? Ja, so ist das eben, die Eindeutigkeit, hier das eine, da das andere, das ist das, was wir uns vielleicht ersehnen im Sinne des Baums der Erkenntnis von Gut und Böse, diese klare Unterscheidungsmöglichkeit, klares Zuordnen können. In der Realität trifft's das aber eben nicht wirklich. Da ist dann eher das Bild, was aus anderen Traditionen, aus der eher asiatisch-östlichen Tradition zum Beispiel bekannt ist als das sogenannte Yin-Yang-Symbol. Also auch die Zweiheit, diese zwei Hälften des Kreises mit der nicht scharfen Unterscheidung, sondern mit dieser schwungvollen Grenze zwischeneinander, zwar in den Farben schwarz und weiß schon strikt voneinander abgegrenzt, aber dann erstens durch diese schwungvolle Linie, der gewissermaßen fließende, wellenhafte Übergang zwischen den beiden angedeutet und eben noch prägnanter, der weiße Punkt mitten in der breiten, in dem breiten Bauch des Schwarzen, der schwarzen Hälfte und umgekehrt der weiße Punkt und umgekehrt der schwarze Punkt in der weißen Hälfte dieser Zweiheit. Und ungefähr das schlägt sich dann eben auch nieder in der eher hebräischen Variante, sagen wir mal, dieser Urweisheit, dass eben trotz der klaren Zuordnung von körperlich Norden, weibliches Prinzip, Edom, Esau von den beiden Zwillingen und auf der anderen Seite der Süden, die weiße Farbe, das Geistige und eben Israel, Jakob, durchaus diese Vertauschung immer noch anzutreffen ist. Was heißt Vertauschung? Diese Durchmischung, dieses, dass beide Seiten doch jeweils ihr Gegenüber schon in sich enthalten und gerade daraus erst die Gesamtharmonie, die Harmonie des Ganzen sich ergibt. Und um nicht wieder zu weit abzuschweifen, kurz noch ein paar Worte zu diesem Kreis. Bei den Farben wird dann auch gesagt, eigentlich ist dieser Kreis eingeteilt in zwei Hälften, die obere Hälfte, der obere Halbkreis, das sind eben wirklich die Farben, die wir auch als solche bezeichnen, also das Spektrum des Regenbogens vom Rot im Norden in Richtung dem Gelb des Ostens, dem Gelb des Ostens, das Gelb oder Gold, Osten, das Wort Kedem auf Hebräisch, auch der Ursprung, also der Adam Kadmon ist von diesem Wort abgeleitet, der ursprüngliche Adam, der ursprüngliche Mensch, der goldene Osten, die goldene Vergangenheit, das goldene Zeitalter, eben der Anfang, der Ursprung. Also dieses, es gibt kein Vorher und kein Nachher in der Tora, dieser Satz aus dem Talmud, der schon mal angedeutet oder schon mal erwähnt war, der heißt auf Hebräisch auch Ein Mukdam wo me'ochar ba-Tora. Also Ein Mukdam, da steckt auch dieses Kedam, Kedem als Wurzel drin. Es gibt kein Vorher. Das Kommende ist dann die andere Seite, das ist der Westen. Der Westen wird mit der Farbe Blau assoziiert und die Farbe Blau ist bekannt zum Beispiel als in der Beschreibung der Priesterkleider oder auch der Stiftshütte, manche Materialien. Und da wird das Wort für Blau verwendet, Techelet. Techelet von der Wurzel Chol, Chaflamet, das Ganze, das Vollkommene mit dem Zahlenwert 50, 20, 30, Chaflamet. Und Techelet könnte man übersetzen als die Vollendung, das Vollendete. Also das jiddische Wort Tacheles, was dann auch in die deutschen Dialekte übergegangen ist. Tacheles sprechen heißt sowas wie jetzt mal zu den vollendeten Tatsachen kommen. Also wirklich vollständig die Sachen auch beim Namen nennen. Nicht nur irgendwie halbe Sachen reden, sondern das Ganze ansprechen. Tacheles, Techelet. Techelet, also diese Blau, da könnte man auch noch sehr viel zu sagen, woher dieser Farbton in der Natur gewonnen wird. Da geht es ja um ein, sagen wir mal, mythisches Tierwesen aus dem Wasser. Also aus dem Blauen des Ozeans, des breiten Reservoirs der Zeit gefischt. Aber
Um nicht wieder in diese Richtung zu weit abzugleiten, bleiben wir erstmal einfach bei der Farbe Blau und dem Wort Techelet dafür. Techelet, das Vollkommene, Vollendete oder Vollendende, das also was erst die Gegenwart vollendet, vollmacht, das ist eben die Zukunft der Westen. Also so wie Kedem, der Osten, die Farbe Gelb, Gold, der goldene Ursprung, da wo alles herkommt, auch Eden, der Gan Eden, der Garten der Wonne, der Lust, der Freude, das ist ja im Osten angesiedelt, dem biblischen Narrativ zufolge. Und deswegen auch immer die Rede vom goldenen Zeitalter, auch in anderen Mythologien. Wir haben die indische schon mal angesprochen mit den verschiedenen Zeitaltern, dem Kali-Yuga, was dann als unser Zeitalter gilt, was sozusagen das Zeitalter dieser Kali, der Zeit, kann man das Wort wohl auch so sagen, manche Sanskrit-Gelehrte übersetzen, jedenfalls die zerstörende, aber auch verwandelnde Gewalt in der Schöpfung, die eben sich uns dann auch als die alles dahinraffende Kraft der Zeit darstellt. Das ist eben unser Zeitalter, das Niederste dann im griechischen Mythos, das eiserne Zeitalter. Oder wenn wir es in dem Bild der Statue bei Daniel in der Bibel benennen wollen, auch das Zeitalter von Eisen, beziehungsweise was dann in den Füßen sogar noch die Mischung aus Eisen und Ton ist, während eben auch da als das Haupt, das goldene Haupt, das goldene Zeitalter genannt wird, was dann vom silbernen Zeitalter abgelöst wird und dann das bronzene Zeitalter und dann eben als viertes, als diese vierte Welt, diese festeste Welt, auch diese Einteilung in die vier Welten haben wir schon mal zumindest indirekt angesprochen. Unsere Welt hier, unsere Welt des vierten Exils, auch des römischen Exils, des Exils von Edom, zu dieser ganzen Thematik der vier Exile von Babylon, dem goldenen Zeitalter, innerhalb des Exils wohlgemerkt, über das persisch-medische, diese Zweiheit des zweiten Exils, des silbernen, über dann das griechische Bronze, griechisch, Yawan, geschrieben, Jodewafe nun. Vom selben Stamm ist dann auch das Wort für die Taube oder ein Wort für Taube, Jonah, auch der Name des Propheten Jonah abgeleitet. Dieses Griechische, also mit der Bronze verknüpft, die Bronze, das Metall des sechsten Tages, also des Freitags, an dem der berüchtigte Fall des Menschen, genauso aber auch die Schaffung des Menschen stattfindet. Dieses Bronze ist im Hebräischen das Wort Nechoshet, Nechoshet, und das Wort Nachash, Schlange, ist eben die Wurzel dieses Metalls Bronze. Also das Schlangenhafte, was ja auch dann eben an diesem sechsten Tag in der Schöpfungsgeschichte das ja, fatale Moment repräsentiert, eben die Verführung. Die Schlange steht sozusagen immer am Anfang einer langen Reise, die dann folgt. Oder auch am Anfang oder als Symbol für eine drastische Veränderung, so wie eben der grundsätzliche Zustand des Menschen im sogenannten Paradies sich sehr drastisch ändert durch die Begegnung mit der Schlange. Die Schlange diese Veränderung also einleitet. Und wo hier meine Katzen gerade um mich herumschleichen, die Katze ist dann in einer anderen Symbolik eigentlich die Entsprechung zur Schlange. Das würde jetzt auch wieder auf zu weit Abwege führen, aber ein Pessachlied in der jüdischen Tradition erzählt davon, wie das Lamm des Ursprungs, was für den Preis von zwei Sus, zwei Geldeinheiten, also für den Preis der Zweiheit, der Spaltung, womit diese Welt beginnt, im Anfang der Bibel, Bereshit, das Beit, die zwei am Anfang. Dieses Lamm des Ursprungs wird also für die Zweiheit erkauft, wird dann aber, und dieses Lied ist so eine Art Kreislauflied, dann wird erzählt, und das Lamm, das wird gebissen von der Katze. Die Katze beißt es tot. Das sieht dann der Hund. Der Hund will die Katze dafür bestrafen, beißt die Katze. Das aber sieht der Stock und der Stock prügelt zur Strafe den Hund. Und das sieht das Feuer. Das Feuer verbrennt das Holz des Stockes, also den Stock aus Holz. Das sieht das Wasser. Das Wasser löscht das Feuer aus und das Wasser wird dabei gesehen vom Ochsen.
Ochse trinkt, säuft das Wasser weg. Das wiederum sieht der Mensch. Der Mensch als Siebter in diesem Kreislauf. Und der Ochse eben das Sechste, also das noch Tierische, wird dann vom Menschen wiederum, man könnte sagen, als Konsequenz, als Strafe geschlachtet. Vielleicht will er damit Gott ein Opfer darbringen, vielleicht will er sich davon ernähren. Jedenfalls, der Mensch maßt sich an, dieses Tierische, seinen eigenen Ursprung in gewissem Sinne, nämlich seinen Ursprung im sechsten Tag, für sich zu beanspruchen, damit zu machen, was ihm beliebt. Und so ist dann der Mensch als dieser Siebte, der den Ochsen schlachtet, der Ochse, der Stier, also ja auch der Urstier, das woraus oder worin diese Welt geschaffen wird, unsere Welt im Zeichen des Stieres in ihrer zeitlichen Entwicklung beginnt. Und das also macht sich der Mensch zu Nutzen und nutzt es für sich. Das wiederum sieht der Engel des Todes, so sagt man dann, und nimmt den Menschen weg. Da kommt also der Tod ins Spiel für das, was der Mensch mit diesem Sechsten tut oder an diesem Sechsten, an dem Ochsen in dieser Geschichte. Das hat zur Folge, dass dann der Tod Einzug erhält und den Menschen wieder wegnimmt. Und das ist dann sozusagen die Vollendung des Kreislaufes, aber eben nicht wirklich eine Vollendung, denn dieses Siebte, der Mensch wird einfach weggenommen. Und es kommt eben nicht wieder der Ursprung, der ja noch vor der Eins lag. Die Eins war die Katze, die das Lamm totbeißt. Und das Lamm, der wirkliche Ursprung noch vor der Eins, der Siebenheit, ist aber immer noch tot vom Anfang her. Und das alles, dieses Geschehen, sieht aber Gott. Und Gott zieht als Konsequenz daraus, dass er den Todesengel wegnimmt. Und also aller Tod aufgehoben wird. Und so alles wieder da ist, mit allem eben auch das Lamm vom Ursprung, das da von der Katze totgebissen ward. Und so ist also der Kreislauf geschlossen, indem durch die Siebenheit hindurch erstmal als eine Art achtes Element der Tod zwar diese Siebenheit, das den Menschen aus dieser Siebenheit hinwegnimmt, aber durch das Eingreifen Gottes dann dieser Tod wieder umgewandelt wird und alles wieder erscheint und dann auch das Vorherige, das schon vor dem Beginn dieser Siebenheit da war, der Ursprung, das Fundament von allem, dieses Lamm, das Lamm Gottes, auch wieder da ist. Also jetzt doch wieder weit abgeschweift, dieses Pesachlied, Chad Gadyo, auf Aramäisch ist es, glaube ich, im Original, Chad Gadyo, Chad von Echad, Eins, und Gadio von Gedi, besser gesagt Gedi, ein Wort für unter anderem auch das zehnte Sternzeichen, den Steinbock, die Ziege also, den Bock, und Gedi eben auch einfach die Ziege. Übrigens den Zahlenwert 17, und das leitet uns dann doch erfreulicherweise mal zum eigentlichen Thema dieses Monologes, nämlich mal ein paar einzelne Zahlenwerte noch anzusprechen, die es noch nicht in diesen 1 bis 10 enthalten waren, die schon angesprochen worden sind und auch nicht in der Wiederkehr jeweils, dann in den Zehnern und den Hundertern. Und da ist die 17 eben eine davon, die vielleicht mal angesprochen sein sollte. Die 17, also jetzt durch dieses Gedi der Ziege sind wir darauf gekommen. Also Gadio, Chad Gadio, Chad Gedi, im Hebräischen eine Ziege oder die Einheit der Ziege, des Böckleins, weil eben in Varianten des Liedes am Anfang die Ziege steht, das Zicklein anstatt dem Lamm. Denn das Wort für Lamm, wie es meist übersetzt wird als Lamm, ist im Hebräischen eigentlich gar nicht eindeutig ein Schafsjunges, was wir im Deutschen als Lamm bezeichnen, sondern einfach ein junges Kleinvieh, wozu eben auch die Ziegen gehören. Also wenn die Rede vom Passa Lamm ist, steht da im Original eigentlich Se, Shin oder Sin, He geschrieben. Und dieses Wort Se kann sowohl das Lamm des Schafes, Schafsjunge, als auch das Ziegenjunge bezeichnen. Und in diesem Sinne also Chad-Gadio, das eine Lamm, das eine Lämmlein auch, das eine kleine Kleinvieh auf jeden Fall. Die 17 also, nicht nur der Wert von dieser Gedi, von dem zehnten Tierkreiszeichen auch,
sondern in allererster Linie, und auch so taucht es das erste Mal in der Heiligen Schrift auf, im Schöpfungsbericht schon, nämlich das Wort Tov, gut, immer wenn gesagt wird, und Gott sah, dass es gut war, Tov, gut, Tet, Waf, Bet geschrieben, also 9, 6, 2, also zusammengerechnet 17. So ist also die 17 in der jüdischen Überlieferung ganz fest verknüpft mit dem Begriff des Guten. Und dieses Gute ist, da führe ich jetzt einfach mal Rudolf Steiner an, der diesen Begriff in Bezug auf die hebräische Bedeutung vom Wort Gut so erklärt hat. Gut war gleichbedeutend auch mit dem Wort Schön im Ursprung. Natürlich gibt es in der hebräischen Sprache auch noch ein Wort, was schön etwas direkter bedeutet, Yafeh. Aber Tov, gut, beinhaltet auch schön in dem Sinne, dass Schönheit gerade darin bestehe, dass sich in einer Schöpfung, also in einem plastischen, sozusagen materiellen, materialisierten, das Geistige so deutlich zeigt, dass es eben für unseren Anblick, für unsere menschliche Wahrnehmung harmonisch erscheint. Weil wir eben diesen inneren Bezug zum Geistigen haben und auch suchen und uns danach sehnen, wenn wir alles in der materiellen Schöpfung betrachten. Und diese materielle Schönheit empfinden wir gerade dann, wenn sich Geistiges in diesem Materiellen verkörpert und deutlich ausdrückt, deutlich zeigt. In diesem Sinne also Tov, gut, schön, das, wo das Geistige durchschimmert, durch das physische, materielle. Und dieses Durchschimmern könnte man vielleicht auch als ein Durchtönen, also das Klingen, hindurchklingen, bezeichnen, umschreiben, sagen wir eher. Und Durchtönen ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, ist auch die Wurzel des Begriffes der Person. Also Personare heißt hindurchtönen. Dann über gewisse etymologische Prozesse, wenn wir es historisch betrachten, hat es sich entwickelt, über die Maske, die Persona eines Schauspielers im Theater, der Griechen und Römer zum Beispiel, wo eben die Stimme des Actors, also des Schauspielers, hindurchtönt durch diese Maske und eben die eigentliche Individualität dadurch ausdrückt, also dasjenige, was die Maske verkörpern soll, wird gerade dadurch spezifiziert und erkennbar für den Zuschauer, dass die Stimme des Schauspielers dort hindurch tönt. Und so ist eben dieses Personare hindurchtönen zur Persona, zum Sinnbild für die Maske überhaupt geworden und dann später zu diesem Sinnbild einer Person, also eines hier in der sozialen Wirklichkeit, in dieser Welt, wie sie sich uns darstellt, auftretenden einzelnen Exemplars Mensch. Individuum zur Person eben geworden. Einerseits könnte man es jetzt abwertend sagen, es ist halt nur eine Maske, nur was Äußerliches, aber eigentlich trifft es den Kern dieses Wortes dann schon nicht mehr, denn gerade das Hindurchtönende ist ja das, woher das Wort kommt. Und das Hindurchtönende ist eben nicht mehr das Äußerliche als solches, sondern zwar kommt es bis ins Äußerliche, ist aber eigentlich das, was aus dem Inneren eben als die Stimme hervorgebracht wird durch den Menschen. Und in diesem Sinne ist auch das Wort der Person im christlichen Sprachgebrauch ursprünglich gemeint, wenn von den drei Personen der Gottheit geredet wird. Also die drei Arten des Hindurchtönens des Göttlichen hier zu uns. Denn es war nie ein Zweifel daran, dass Gott nicht eine Dreiheit ist, eine Mehrheit, eine Vielheit, sondern natürlich ist Gott eins. Adonai Echad, wie schon im Schema Israel, im ursprünglichen Glaubensbekenntnis der Bibel vorkommt. Natürlich war jedem aufrichtigen, auch Nachfolger des Christus, klar gewesen, dass Gott eins ist, eine Einheit. Und wenn man dann von einer Dreiheit der Personen redet, geht es eben um unsere gefallene menschliche Wahrnehmung dieser Einheit Gottes, die sich eben durchaus aufspaltet in verschiedene Aspekte und unter diesem Betrachtungspunkt dann eben in drei grundsätzliche Aspekte, Vater, Sohn und Geist, aber auch hier wollen wir nicht zu weit abdriften. Es war in einem anderen Monolog schon mal Thema, der Unterschied von Vater und Sohn, von Quelle im Ewigen und Sohn, dem, was das Ewige hier in der Zeitlichkeit von sich selbst erbaut, vom Wort Bone, Ben, im Hebräischen Ben, der Sohn, Bone, das Baum,
Binyan, das Gebäude. Also Vater im Ewigen, Sohn hier im Zeitlichen, ein und dasselbe, aber eben für uns Gefallene, die wir zersplittert sind in unseren ewigen Wesenskern und unsere zeitliche, körperliche Existenz hier in der Wasserwelt von Raum und Zeit, da können wir eben unterscheiden zwischen dem Sohn und dem Vater. Und das, was dazwischen vermittelt, ist eben der Geist, der Ruach, das, was immer hin und her steigt, auch das haben wir schon angesprochen, hin und her auf- und absteigt auf dieser Himmelsleiter, wie sie dann unserem Vater Jakob in dem Traumbild auch gezeigt wird. Und in diesem Sinne ist es eigentlich überhaupt keine Diskussion, ob es jetzt eine Trinität der Gottheit gibt. Das ist auch schon in der jüdischen Überlieferung immer klar gewesen. Da werden halt nicht genau dieselben Begriffe benutzt. Aber da ist auch die Rede vom Vater im Sinne des Alten, Ewigen, des Atika Kadisha, vom aramäischen Begriff der Kabbala dann abgeleitet, oder was heißt abgeleitet, so auch in die hebräische Sprache übernommen. Atika Kadisha, dieses Atika ist von dem Wort Eid im Hebräischen, Zeit, ein, Taf geschrieben, abgeleitet. Der Zeitige, im Sinne von ganz viel Zeit in sich bergend, eben der Alte dann übersetzt, Kadisha, vom Kadosh, vom Heiligen abgeleitet. Der Heilige Alte, also sozusagen. Und der Sohn wird dann zum Beispiel, nicht nur, aber zum Beispiel als Seir Ampin bezeichnet. Das heißt so viel wie der Kleingesichtige, also das kleine Antlitz, in jedem Moment sozusagen neu, also durch alle Momente der Zeitlichkeit hindurch sich ziehend, aber in jedem Moment ein bisschen anders wieder erscheint, weil es eben in dieser zeitlichen Entwicklung, das Ewige in dieser zeitlichen Entwicklung auseinandergefaltet sich zeigt. Das ist der Vater als der Sohn, der mitgeht mit der ganzen Schöpfung. Und gut, dann der Heilige Geist ist dann ein sehr fremdartig anmutendes Bild für christlich geprägte Menschen. Da wird nämlich einfach gesagt, das ist Chakal Tapuchin. Und dieses Wort könnte man übersetzen als der Apfelbaumgarten, der Apfelgarten. Ja, das würde jetzt sicher viel zu weit führen, abgesehen davon, dass ich da nur wirklich Andeutungen mir anmaßen würde, sagen zu können, das ist nicht alles andere als ein Gebiet, wo ich mich zu Hause fühle. Da fragt man lieber einen Juden zum Beispiel, einen chassidisch auferzogenen Juden, der sich mit solchen Begrifflichkeiten sehr viel besser auskennt. Es soll ja nun gesagt sein, diese Dreiheit der christlichen Trinität ist auch der jüdischen Überlieferung seit jeher bekannt. Und insofern sollte man sich darüber nicht streiten. Und ich stimme jedem Moslem dazu, wenn er sagt, ja, was für Dreiheit, Götter, Gott ist eins. Ja, natürlich, Gott ist eins. Diese Dreiheit ist nur sozusagen das Produkt unserer gefallenen menschlichen Wahrnehmung, dass wir unterscheiden können, müssen, dürfen auch zwischen diesen drei verschiedenen Hindurchklingungen, diesen drei verschiedenen Arten des Hindurchtönens, diesen drei Personen, der einen mannigfaltigen Gottheit, Elohim, wie es ja dann heißt auch, eben mit diesem Plural-Suffix, diesem Im, J, Mem, was auch schon angesprochen war, die Mannigfaltigkeit des Göttlichen, wie es sich uns in dieser uns vor uns ausgebreiteten Schöpfung der Natur zeigt. Der Begriff der 17, davon sind wir ausgegangen, das Gute, Tauv, und die Schönheit, also das, wo das Geistige hindurchtönt, im Materiellen, als das Materielle oder als die Form, die harmonisch schöne Form eines Materiellen. Das ist also die 17. Und die 17 ist ja dann immer in dem Schöpfungsbericht auch der Abschluss eines Tages. Zumindest es gibt Ausnahmen, den zweiten Tag zum Beispiel, weil die Zweiheit eben diese ganz geradezu erschreckende Spaltung in der Schöpfung mit sich bringt. Deswegen kann da dann leider nicht gesagt werden. Was heißt leider? Da kann nicht gesagt werden, dass es gut ist. Dafür taucht dann an anderer Stelle an einem Tag es doppelt auf. Aber jedenfalls der Abschluss und das Erreichen eines neuen Stadiums, eines neuen Tages, das ist dann immer mit diesem Begriff der 17, des Guten assoziiert. Und so ist dann zum Beispiel auch
Die Sintflut, die katastrophale, dramatische Sintflut, dennoch der Übergang in eine neue Ebene, ein neues Stadium dieses sich entfaltenden Schöpfungsprozesses, wie wir ihn eben als zeitliche Wesen erleben. Und wenn man die Zeitalter der Patriarchen, also von Adam an gerechnet, mit den Lebensdaten, die angegeben werden, zusammenrechnet, kommt man ziemlich klar zu dem Ergebnis, dass dann diese Sintflut ja, im 17. Jahrhundert, 1656 bis 58, also je nachdem, welchen genauen Zeitpunkt man als Start der Sintflut betrachten will, dann ist entweder das Jahr 1656 oder das Jahr 1658 oder 57. Also dieser Zeitraum von 3 Jahren ist jedenfalls der Beginn der Sintflut. Also im 17. Jahrhundert. Also die 17 ist auch da wieder ein Charakteristikum dieses Übergangs. Natürlich auch eben 1658 haben wir gerade schon gesagt, die 58 wieder. Und der Name Noach wurde, glaube ich, auch schon genannt als Nunchet, die 58. In der Bedeutung Noach, die Ruhe, der Trost, das Trösten ist dann, also so Menachem zum Beispiel ist der Tröster, auch ein Name des Messias im jüdischen Brauchtum. Also Nacham ist eigentlich die Wurzel für Trösten, abgeleitet von dem Wort Noach, was eben Ruhe bedeutet. Denn ein Trost schafft einem eben wieder eine gewisse Seelenruhe. Und auch das Wort für das Speisopfer wird meist übersetzt, Mincha, Mincha, ist von diesem Nunchet, von dieser 58, von der Ruhe des Noach abgeleitet, wo dann auch der Name des Nachmittagsgebetes heutzutage im jüdischen Brauch hergeleitet wird, das Mincha-Gebet. Umgedreht ist eben Noach auch Chen. Chet Nun dann geschrieben, andersherum. Und Chen ist die Gnade. Zu diesem Wort kann man auch noch so schöne Sachen sagen, wie dass auch Chana als Wurzel dieses Chen hat. Und Chana ist das Verb für ein Zelt aufschlagen, ein Lager aufschlagen. Also eine ganz urtümliche Form des irgendwo sesshaft sich Machens für einen gewissen Zeitraum. Eben immer noch dieses Zelt, dieser Zeltgedanke des Nomadentums, wir sind hier Pilger auf dieser Erde, wie es dann auch in, ich glaube, dem Petrusbrief mal ausgedrückt wird. Solange wir hier unser Zelt auf Erden aufschlagen, heißt, wir sind so lange hier im Körper, im körperlichen Dasein. Und wir sind Pilger in dieser Erdenwelt. Und dieses Chana, dieses Zelt aufschlagen, hat also mit dem Begriff der Gnade zu tun. Denn es ist eben eine Gnade, wenn Gott bei uns wohnt, in uns wohnt auch, in uns sein Zelt aufschlägt. So ist der Name Jochanan, Jochanan. Gott ist gnädig in der ganz, ja, oberflächlichen Übersetzung. Könnte man auch sagen, Gott wohnt in diesem Menschen. Also Gott wohnt darin. Gott schlägt sein Lager auf. Gott zeltet hier. Und so haben wir also die 58 als die Gnade eingeführt. Der Zahlenwert 58 auf einer höheren Ebene ist dann die 580. Da kommen dann so Begriffe wie das Schofar zum Beispiel. Also Shin Pe Resh geschrieben, Shin 300, Pe 80 und Resh die 200 sind also 580 auch. Das Schofarhorn, was sozusagen das ist, womit der Ewige die Schöpfung in Existenz ruft. Er bläst in das Schofar und daraus entsteht dann als der Klang. Sozusagen die Schwingung des Klanges ist dann das, was sich uns in der komplexen Entfaltung dieses Urlautes, dieses Urdröhnens der Welt, Schöpfung, als die ganzen Schwingungen, die dann Materie werden, so kann man es fast schon physisch sozusagen, kann man sogar diese ganze physische Weltbeschreibung der heutigen Naturwissenschaft auch durchaus annehmen und sagen, ja, dieser Urknall ist weniger ein Knall, es ist dieses Urdröhnen des Schofarhorns, in das Gott bläst beim Tag der Weltschöpfung, der ja auch dem jüdischen Brauch nach dann als der Rosh Hashanah, das Haupt des Jahresrundes, bezeichnet wird, das jüdische Neujahr, wie es dann übersetzt wird, was aber in der Bibel erstmal als Yom Teruah bezeichnet wird, dass der Tag Yom des Teruah, Teruah wird dann als ein Lärmblasen auch übersetzt,
nämlich als eine bestimmte Art des Shofarblasens, also als eine bestimmte Art, einen Ton zu erzeugen durch dieses Shofarhorn. Und dieses Shofarhorn ist ein Widderhorn oder zumindest das Horn eines Tieres. Man sagt dann auch, das ist noch das Horn des Urstieres, des Einhorns, Re'em auch genannt, Re'em, Resh Alef Mem geschrieben, was dann die Anfangsbuchstaben der drei subtileren Elemente von den vier Elementen dieser Vierheit der Welt repräsentiert. Resh für die Ruach, für die Luft, also das Element der Luft, Alef für Esh, das Element des Feuers, und Mem für das Maim, für das Wasser, für das Element des Wassers, des Flüssigen, des Wässrigen. Also Resh, Alef, Mem, Ruach, Esh und Maim, Luft, Feuer und Wasser, die drei subtileren Elemente, die dann in ihrer Gesamtheit, sozusagen sie alle zusammen, bilden dann die Festigkeit dieser vierten Welt, des vierten Elementes, der Erde, wie wir auch schon angesprochen haben, Afar, der Staub, diese 350 im Zahlenwert. Da wurde schon manches zu gesagt. Man könnte noch so viel unendlich mehr dazu sagen. Auf latamidim.net gibt es einen Artikel Staub von den Füßen. Da wird noch ein bisschen mehr dazu gesagt, aber auch alles nur Stückwerk, alles nur andeutungsweise. Und diese 580 von Shofar, das ist also ein Horn, das Wort Horn, Keren geschrieben, Kuf, Resh, Nun, hat dann wiederum den Zahlenwert 350, wie eben besagt, der Staub, Afar, diese dreieinhalb als die Mitte der Siebenheit, der Welt des siebten Tages, wo der Mensch steht, mit der Möglichkeit, entweder nur weiterzugehen in die Welt der Entwicklung, der 7x7, der endlosen Entwicklung, in der Evolution, die zum Nichts, nur zur Unendlichkeit eines materiellen Daseins führt, oder eben die Umkehr und die Wende zurück zum Ursprung, wieder zur Einheit, wie es ja auch in dem Wort des Schöpfens schon drinsteckt. Auch alles schon angesprochen, das Bara 2, 200 und dann 1 wieder. Das Wort Abba, lieber Vater, 1, 2, 1. Diese 580 könnten wir zum Beispiel auch wiederfinden beim Wort. Das Wort Ohr taucht jetzt nicht unmittelbar in den Namen der Buchstaben des hebräischen Alphabets auf. Das Wort für Ohr aber, und da kommen wir wieder zu 58 zurück, ist Ozen. Aleph Sein Nun geschrieben, 1, 7, 50, also 58. Es gibt auch ein Wort für Hören, was sich davon ableitet. Also auch eine Tora-Portion, also ein Abschnitt der Tora, einer der letzten, wird auch genannt nach einem der ersten Wörter in diesem Tora-Abschnitt. Ha'azinu. Horchet auf als Befehl. Also das Aufhorchen ist diese Wurzel Ha'azen. Also das He noch davor. Das ist also auch dieser Wert 58, der Gnade, der Chen. Denn das Ohr ist eben das, wo das Wort uns erreicht. Und das Wort ist ja gerade das, was uns in der Gnade Gottes gegeben ist. Ein anderes Wort im Hebräischen, und das ist bekannter, zum Beispiel eben in diesem berühmten Glaubensbekenntnis, Shema Yisrael, dieses Shema mit der Ein am Ende, ist auch ein Hören, ein Horchen, auch ein Gehorchen, also auf das Gehörte auch wirklich hören, im Sinne von sich daran halten wollend. Dieses Shema wird geschrieben, Shin Mem Ein, also im äußeren Wert, Shin 300, Mem 40 und Ein 70, 410. Aber wenn wir nun den verborgenen Wert uns anschauen, und wir haben schon gesagt, dass bei den vollen Zahlenwerten bei vielen Zeichen mehrere Möglichkeiten bestehen. Die Shin zum Beispiel kann man zwar einerseits als Shin und Nun, also als 350 sehen, man kann aber auch noch ein J dazwischen erhören, nämlich dann als I ausgesprochen, Shin, Shin, also Shin geschrieben, Shin, J, Nun. Und Shin weiterhin ausgesprochen, dann haben wir also anstatt 350 die 360. Das Mater Lectionis wird es dann in der Sprachwissenschaft heutzutage genannt. J als Mater Lectionis einfügen, wodurch dann Mem, denn auch die Mem kann man noch mit einem J sozusagen erweitern, dass sie nicht nur Mem Mem geschrieben wird im vollen Namen, sondern als
Mem Yod Mem, also genauso wie das Wort Wasser, Maim, Meim. Und so haben wir dann als Zahlenwert der Meim, als vollen Wert der Meim, die 90 anstatt nur der 80. Und dann haben wir eben als vollen Wert für die Shin, Mem, Ein, also für das Wort Shema, den Zahlenwert 580. Der verborgene Wert also ist dann die 170, also die 17 auf einer höheren Ebene wiederum. Diese Gut, das Gute der 17 auf der nächsten Ebene, sagen wir mal, dann als 170, erweitert den äußeren Wert des Hörens und Gehorchens, der Schema, der 410, zur 580, also zu 58 der Gnade. Also auch hier haben wir wieder, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem äußerlichen Wert des Hören und Gehorchens, das ist nur die 410. Aber der volle Wert, also mitsamt dem verborgenen Guten der 170, ist dann eben die 580. Die Gnade, die auch schon in der 58 des Wortes für das Ohr drinsteckt. Wieder recht umständlich drumherum geredet, aber ich denke, die Kernzusammenhänge der 17, der 58, des Hörens und Gehorchens, das eben ein wirklich innerliches, vollständiges sein soll, nicht nur ein äußerliches, sind einigermaßen zur Geltung gekommen. Was schon angesprochen war bisher, waren so Sachen wie die 33 als Wert von Gall, der Form, der fließenden Form, auch der Welle, dem Gaal der 34, wo die Aleph sich in die Mitte dieser Gall, der Form, inkarniert, dadurch also dann die Gaal das Erlösen ist, wie eben der Messias, gerade in Galil, Hagalil, in Galiläa, in dieser geografischen Verkörperung einer fließenden Form, als die Eins des Himmels erscheint und eben dann gerade aus Galiläa diese Erlösung, die Gaal, ermöglicht wird. 35 dann die Agaal, wieder den Bezug zu 350 und zu 3,5, 3,5 von Afar, von dieser Mitte der Siebenheit, dem vierten der Elemente, das haben wir alle schon angesprochen. Die 13 natürlich haben wir schon sehr ausführlich angesprochen, als die Echad und überhaupt die 5 und die 8, den Messias als den 13. unter den 12, nach den 12, der Durchbruch durch diese Zwölfheit. Dann können wir vielleicht so ein paar Sachen kurz abhaken, wie die 14, klassischerweise mit dem Namen David, Dawid, assoziiert, Dalet, Waf, Dalet geschrieben, gleich geschrieben wie das Wort Dod, Dod, der Geliebte, so ist David eben der, der sich als den Geliebten empfindet, der Geliebte von Gott, der von Gott Geliebte, und das obwohl sein Schicksal ja sehr viele Tiefen auch uns zeigt im biblischen Verlauf seiner Geschichte, trotzdem, auch wenn in seinen Psalmen ja oft auch das Hadern mit dem Schicksal anklingt, am Ende steht immer, dass er unterm Strich trotzdem noch Lieder daraus gemacht hat, Lobpreis, eben die Psalmen uns geschenkt hat, uns schenkt, wiederum, es gibt kein Vorher und kein Nachher in der Tora, diese Psalmen kommen uns einfach. Und da komme ich jetzt nicht umhin, einmal wieder abzuschweifen, denn diese schöne Geschichte, wie die Psalmen überhaupt entstehen, laut jüdischer Überlieferung, ist es auf jeden Fall wert, hier kurz angerissen zu werden. Da wird nämlich gesagt, David hat eben diese Erlebnisse, schöne Erlebnisse, aber auch viele harte Prüfungen seines Schicksals und er wird verfolgt und er muss fliehen und es ist alles nicht so leicht und nicht so schön auf den ersten Blick. Und dennoch, all dieses Erleben, das wird in seinem Unbewussten verdaut, wie eben alles Erleben, alles Schicksal unsere große Mahlzeit des Lebens ist und die dann im Schlaf besonders verdaut wird von uns Menschen. Und auch in Davids Schlaf liegt er in seinem Bett und seine Harfe, für die er bekannt ist, hängt am Fenster. Und durch das Fenster kommt ein Wind vom See Genezareth her, vom See im Norden her, und der Norden, das Körperliche her. Aber auch der See Genezareth im Hebräischen Kinneret, da steckt das Wort Kinnor als Wurzel drin. Und Kinnor ist eben ein Wort, Art von Harfe. Es gibt sicherlich verschiedene
Harfen mit verschiedenen Anzahlen von Saiten, auch das ein Thema in der jüdischen Überlieferung, aber jetzt bleiben wir mal bei Kinnor. Kinnor, also vom See Kinneret, kommt der Wind, der Nordwind, der diese Saiten der Kinnor, der Harfe von David, nachts, während er schläft, daneben in Schwingung versetzen. Und diese Melodien, die sich da durch den Wind, also durch den Ruach, durch den Geist ergeben, die David in seinem Schlaf erreichen, die er also nur unbewusst aufnimmt, die werden zur Melodie seines Lebens, seiner Geschichte. Und wenn er dann aufwacht, ohne das bewusst irgendwie parat zu haben, kommen ihm diese Melodien wieder und erfasst seine Gedanken, seine Stimmungen, seine Empfindungen, sein Wehklagen, sein Hoffen und sein Lobpreisen der Herrlichkeit Gottes. Die fasst er eben in gedichtartige Verse, eben in die Psalmen, und die kommen ihm eben mit dieser ihn unbewusst erreichenden Melodie von der Harfe, von seiner Harfe, die in seiner Unbewusstheit des Schlafes in Schwingung gesetzt wird durch den Geist, der aus dem Norden, also aus dem Körperlichen herkommt, eben aus seiner körperlichen Existenz, die dann im Schlaf verdaut wird. Und diese wundervolle Erzählung, Geschichte zeigt nicht nur und eigentlich am wenigsten historisch, wie diese Psalmen von David entstanden sind. Sie zeigen, wie alles Erleben des Menschen durch unser unbewusstes Verarbeiten, Verdauen dieser Mahlzeit, dieser großen Mahlzeit, die uns der Koch der Ewigkeit, dieser ewige Koch auf unseren Tisch in unser Schicksal serviert, als unser Schicksal serviert, wie das eben von uns verarbeitet wird und zu Lobpreis, zu Psalmen gestaltet sein kann. So wie hier mein geliebter Kater Zevi hört, wie ich von David erzähle, setzt er sich bei mir auf den Schoß und genießt das. Denn Zevi, sein Name, ist ja eng mit dem David verknüpft. David Zvi, David Zvi, David Hirsch, weil Zvi ist das Wort auf Hebräisch für Hirsch, ein Wort für Hirsch. Das ist eben eine, sagen wir mal, Charakterisierung von David. David als der Gesalbte des Herrn, der König, der gesalbte König und eben Vorschatten sozusagen des Messias, der ja dann auch der Sohn Davids genannt wird. Dieser Hirsch ist eben das schnellste, oder es gilt als eins der schnellsten Landtiere, denn, und das wurde schon angesprochen, die Erlösung, die der Messias ja verkörpert, ist so schnell, dass sie schon da ist, bevor sie überhaupt ersehnt ist. Und in diesem Sinne freut sich vielleicht hier dieser liebe Kater Zevi, dass ich von seinem Namensvettern, unserem geliebten König David, Chayu Kayam, er lebt und besteht, erzähle. Und er unterstützt mich hier in meinem kleinen Monolog. Und vielleicht ist das auch besser, das Bild nicht so sehr auf mein Gesicht, Ausdruck der Individualität zu richten, denn das ist doch nichtig. Wer das hier erzählt, ist nicht das Entscheidende, sondern die Freude des Erzählens, des Erlebens, das ist das, was im Vordergrund stehen sollte. Und Halleluja. Jedenfalls die 58, die 17, die 14, also mit David verknüpft, und Zevi, der Hirsch mit David wiederum verknüpft. Der Zahlenwert von Zevi, Zadeh, die 90. J macht es zu 100 und das Bett dazwischen, die Zweiheit. Die Zweiheit, also die in dieser 100 steckt. Dann die 15 nach der 14, ganz klar als allererstes mit dem Ja, mit dem Yod He, dem Anfang der ersten Hälfte des Tetragrammatons assoziiert. So sind es dann auch 15 Stufen,
die von dem einen Vorhof in den nächsten des Heiligtums führen. Auf jeder der Stufen steht einer der Leviten und jeder singt ein Lied, was sozusagen den Gang hinauf diese Stufen begleitet, sodass dann 15 Lieder dem entsprechen, 15 Stufenlieder. Shir Lamaalot, Shir Hamaalot, findet man sie dann auch in den Psalmen. Einige davon findet man im Sabbatmorgengebet dann auch. Und eins davon, den Psalm 121 ist es, glaube ich, ist üblicherweise im Abendgebet dann auch Bestandteil, gegen Ende davon. Shir Lamaalot, Esa'einai El-Heharim. Ich erhebe meine Augen in Richtung der Berge. Aber dann wird auch gesagt in der Überlieferung, diese Heharim, die Berge, kann man auch vom Wort für Leeren ableiten. Also ich richte meine Augen auf die Leere, auf die, die mich etwas lehren. Also ich blicke immer zu dem, was mich etwas lehren kann. Das ist, wonach ich mich sehne, wohin ich blicke. Und daher kommt dann auch meine Hilfe. Aizri, Me'ain, Yavo, Aizri. Von denen her mir die Hilfe kommt. Ezer, die Hilfe. Der 15, die 16, nun, die 16 ist eben die 4x4, also die Vierheit in ihrer Erfüllung. Wir kamen kurz darauf schon zu sprechen, bei der 3 Quadrat plus 4 Quadrat gleich 5 Quadrat. Da ist eben dann die 3 Quadrat, die 9, zu der wir schon vieles gesagt haben, im Sinne des, der Gebärmutter, aber auch der Unterwelt, aber auch der Wahrheit. Die 16 als die 4 in ihrer Erfüllung ist dann auch für das allgemeine Mann stehend. So wie die 3,5 speziell die Zahl des Menschen ist. Man sagt, der Mensch ist 3,5 Ellen groß, aber trotzdem ist die Zahl 4 Ellen. 4 Ellen ist das Maß des Menschen, der Bereich des Menschen. So soll man keine 4 Ellen ohne sein Haupt zu bedecken gehen im jüdischen Brauchtum, was dann auch äußerlich sehr strikt befolgt wird. Deswegen diese bekannte Kippa bei den Juden, die meist sogar noch unter einer Baseballkappe getragen wird, um auch wenn man die Baseballkappe dann mal abnimmt, immer noch sein Haupt bedeckt hat. Man könnte es vielleicht aber auch so deuten, nicht, man darf nicht 4 Ellen überschreiten, also das Maß des Menschen überschreiten, während man sein Haupt nicht bedeckt hat, sondern man kann überhaupt nicht dieses Maß des Menschen überschreiten, ohne sein Haupt zu bedecken. Und sein Haupt zu bedecken, wie dann auch aus seiner Paulusbriefstelle hervorgeht, entspricht dem Verleugnen des Oberhauptes. Das Verdecken, Verleugnen unseres Hauptes, der da ist, Christus, der Messias, und der wiederum hat zu seinem Haupt eben den Vater. Also indirekt einfach ganz platt gesagt, sein Haupt zu verdecken heißt Gott zu verleugnen. Natürlich heißt das nicht, dass jemand, der jetzt physisch eine Kappe auf dem Kopf hat, zwangsläufig ein Gottesleugner ist, aber es sei einfach mal diese mögliche Interpretation in den Raum gestellt, dass vielleicht der Sinn dieser Aussage nicht die 4 Ellen zu überschreiten, ohne das Haupt zu bedecken, auch darin liegen könnte, dass dieses Maß des Menschen nicht überschritten werden kann, ohne Gott zu verleugnen. Wer also als Mensch über das dem Menschen Gegebene hinausgehen will, der verleugnet Gott, weil er sich selbst zu Gott machen würde, wenn er dies tut. Das ist sozusagen die Ursünde auch, das Sein wollen wie Gott anstelle von Gott. Nicht mehr das Ich gleiche Gott als Staunen darüber, dass uns diese Gleichnishaftigkeit gegeben ist. Adam, ich gleiche, ich bin ein Gleichnis für Gott, das ist mir als Berufung und Bestimmung mitgegeben, sondern eben nicht mehr nur Abschattung sein will, also nicht nur Schatten, wie ein Schattenwurf immer nur eine Dimension niedriger als der Körper, der ihn wirft, sein kann. Also nicht nur die Abschattung Gottes sein als Mensch, sondern Gott selber sein zu wollen. Das ist eben dieses über das Maß des Menschen hinausgehend, das Haupt bedecken, das Haupt verleugnen, sein Haupt verleugnen. Das von der Zahl 16 kurz abschweifend, die 17 ist eben dann das, was dieses allgemeine Mann
überschreitet, indem die Einheit dem wiederum obendrauf gesetzt wird. Und da sind wir eben bei der 17 Form Gut und dem Übergang auf eine neue Ebene. Die 18, typischerweise mit dem Wort Chai, lebendig oder lebe als Befehl verknüpft, Chet, J geschrieben. Die 19 zum Beispiel Zahlenwert von der Eva, Chawa, Chet, Waf, He geschrieben. Könnte man aber auch anders aussprechen, nämlich Chiwa. Dann heißt es sowas wie die Verkünderin. Also die Eva, diese Mutter allen Lebens, Em, Kol, Chai, ist auch die Verkünderin. Das weibliche Erscheinende der Natur, das, was gebärt, hervorbringt, alles in der Natur, die Natura Naturans, wenn wir es im philosophischen Terminus bezeichnen dürfen, das ist eben auch das Verkündende. Also gerade das Schöpferische in der Natur ist das, was uns auch das Göttliche verkündet. Wiederum die ganze Natur als die Heilige Schrift. Dann die 20. Haben wir schon mit der Kaf ein wenig angedeutet. Die 21 wird unter anderem als Zahlenwert von Ehyeh, also dieses Anfang von Ehyeh, Asher, Ehyeh, ich bin, der ich bin, ich werde sein, wer ich sein werde, Ehyeh, von Haya, diese Aleph wieder davor, die erste Person, Ehyeh. Die 22 haben wir als die Zahl der Summe der 22 Zeichen natürlich schon sozusagen abgehakt für diese oberflächlichen Zwecke, die 23 als der Durchbruch durch genau dieses Exil mit dem 23. verborgenen Zeichen, die 24 die Doppelheit, die Verdoppelung der Zwölfheit, die 24 Ältesten um den Thron herum bei der Offenbarung, in der Offenbarung zum Beispiel, auch die 24 Stunden des Tages, der aus der Tag- und der Nachthälfte besteht, der Tag hat 12 Stunden, wie Jeschua an einer Stelle sagt, und die Nacht dem gegenüber ist eben die andere Seite dieser Zwölfheit. Meist nicht mehr in Stunden aufgeteilt wie der Tag, sondern eher in Nachtwachen, je nachdem in der alten Form in 3 Nachtwachen, in der neuen Form in 4 Nachtwachen, Dreiheit und Vierheit wieder, zwei unterschiedliche Auffassungen dieser Nachtseite des Tages, der Nachtwelt. Und in gewissem Sinne sind wir hier ja gerade in der Nachthälfte des zum Beispiel 7. Tages. Wenn wir das so zählen wollen. Jedenfalls auch da die 3 oder 4 Nachtwachen und die 3 mal 4 ist dann auch wieder die 12. Jedenfalls die 2 mal 12, die 2 Hälften des Tages, als die 24, die Ganzheit des Tages. Aber wir gehen jetzt nicht alles durch. Die 26 wäre ja dann wieder da, wo wir schon waren, als dem Namen Gottes 10, 5, 6, 5 oder die Aleph mit der 10, 6, 10, 10 und 10, oben und unten, verbunden durch die 6, das Und des Menschen, des 6. Tages zum Beispiel. Kommen wir vielleicht auch zu Sachen wie Entfaltungen. Da hätten wir zum Beispiel dann die 17 in ihrer Entfaltung als die 153, also 17 plus 16 plus 15 plus 14 und so weiter bis zu plus 3 plus 2 plus 1 sind 153. Das Gute der 17 also in allem, was vorher war, der 16, der 15 und so weiter, auch mit dabei. Also nicht nur das Gute, was am Ende als der Übergang zur neuen Ebene steht, sondern auch alles, was erst dazu geführt hat, wo vielleicht auch manches nicht so scheinbar Gute dabei war. Das alles ist in dieser 153 wieder da. Deswegen steht es auch ganz am Ende der Evangelienberichte. Die Fische, die da gefischt werden, mit Hilfe des Auferstandenen, der eben den Tipp gibt, mal dort das Netz auszuwerfen. Und da kommen eben diese 153 hervor. Und das ist also diese 17 in der vollen Entfaltung. Das Gute nicht nur als das Endergebnis, sondern alles, was dazu geführt hat. Denn bei Gott geht nichts verloren. Auch das, was vielleicht im Erleben erstmal schlecht und böse und grausam sogar war, selbst das wird am Ende, wenn nur noch das Gute als die Vollendung des Tov, die 17, dasteht, da ist dann die Entfaltung der 17 mit enthalten, als die Auferstehung alles Gestorbenen, alles Vorherigen auch schon dabei. Und da ist dann im Zusammenhang des Ganzen eingeordnet sogar das Böse Teil des Guten oder zumindest des entfalteten Guten, sagen wir so. Dann eine andere Entfaltung, die berühmt berüchtigt ist, ist die 666.
Das ist nämlich die Entfaltung der 36. Und die 36 ist die 6 mal 6, also die Erfüllung der Sechsheit. Auch, dass die Zahl, die Ziffer 3, 6, also 36, gerade eben aus dieser 3 und dann der 6 geschrieben wird, also 3 mal 6, 6, 6, 6, 666. Man sieht, wie diese ganzen Zahlenbegriffe auf so vielen Ebenen miteinander verknüpft sind, dass jemand, der sagt, es sei alles Zufall und dadurch wertlos, für mich nicht mehr ernst zu nehmen ist. Sogar ein wirklicher Mathematiker würde in Begeisterung davon erzählen, wie das alles zusammenhängt. Er würde vielleicht auch nicht, aber vielleicht andere Begriffe benutzen als Gott und mit der Bibel und diesen biblischen Begriffen, biblischen Geschichten. Aber man würde aus seiner Art des staunenden Erzählens über die Welt der Zahlen immer noch das Göttliche, das Ewige, sowas von raushören, dass man keinen Zweifel hat, dass auch dieser Mensch in vielleicht einer völlig uns fremden Art, aber doch in Aufrichtigkeit dieselben dasselbe Ziel auf seinen eigenen Trampelfaden erreicht, am Erreichen ist. Und alle Wege führen eben zum Ewigen. Nach Zion, nach Jerusalem, nicht nach Rom. Rom, da führen alle Wege der Welt hin, aber alle Wege, die wirklich aus Sehnsucht nach dem Ewigen angetreten werden, die führen auch am Ende in dieses Ewige zurück. Ja, die 36, der 6 mal 6, wird dann wiederum mit der Einheit, die oben drauf gesetzt wird, in der 37 überwunden. Das wird dann zum Beispiel als das Alter des Yitzchak, des Isaak angegeben, zum Zeitpunkt der Akeda, also der Bindung Isaaks als vermeintliches Opfer, als scheinbares Opfer Abrahams für Gott, das dann aber ja durch den Widder, also das Lamm, was sich in den Dornen mit seinem Haupt verfängt, also wie die Dornenkrone auf dem Haupt des Lammes Gottes, das ist dann der Sündenbock, der wahre Sündenbock, der statt dem irdischen Sohn Abrahams, statt der eigenen irdischen Zukunft das Opfer auf sich nimmt. So also auch da schon im Alten Testament ganz klar dieser Vorschatten auf den Messias, der für uns ans Kreuz geht, in uns auch ans Kreuz geht, aber auch in uns wieder aufersteht von den Toten. Und wir mit ihm diese Auferstehung erleben dürfen als die endgültige Erlösung. In den 40ern, die 42, die 3 mal 14 der Generationen auch auf Christus hin, im Matthäus-Evangelium am Anfang, der Stammbaum, der sogenannte, wo, wenn man genau nachzählt, man feststellt, dass Jesus erst der 41. ist, Josef der 40. und dann Jesus der 41. und erst Christus, der ja Jesus ist, aber erst Christus wird dann genannt. Und wenn man erst dieses Christus nochmal extra zählt, nicht mit Jesus zusammenrechnet in der Aufzählung der 42, hat man eben die 42 auch wirklich erreicht. Und diese 3 mal 14 sind auch die Stationen der Wüstenwanderung im Alten Testament. Numeri Kapitel 33 zusammengefasst werden. Und auch da kann man diese Einteilung in 3 mal 14 durchaus feststellen. 42 also auch ein Sinnbild wiederum für diese Zeit durch die Wüstenwanderung hin zum achten Tag zur Erreichung des gelobten Landes unter Josua, also Jesus im Neuen Testament. Die 42, auch der Zahlenwert des Wortes Stern auf Hebräisch, Kochav, Kaf, Kaf, Bet geschrieben, 2020-2, was eben der Stern ist, der die Weisen aus dem Osten, die auch die werden also durch die 42 zu dem geführt, der durch die 42 Generationen der Christus sein wird oder ist als Potenzial, auch wenn ja sozusagen die Salbung des Jesus zum Gesalbten, zum Christus, wenn wir es zeitlich betrachten, erst je nach Interpretation, bei der Jordantaufe zum Beispiel, wo dann sein Wirken in der Öffentlichkeit auch anfängt, stattfindet. Oder mancher würde auch sagen, Alfred Liebezahl, Axel Nitschke, sein Andenken zum Segen sei hier wieder genannt,
der man darauf hinweist, dass die eigentliche Salbung ja durch Maria Magdalena vonstatten geht, die, je nach der Erzählung, die man heranzieht, ihm das Haupt oder die Füße oder Beine, dasselbe Wort auch im Griechischen, salbt. Also sie macht eigentlich erst Jesus zu dem Gesalbten, wenn wir die Bibelgeschichte untersuchen und nach wirklichen Akten der Salbung mit Öl suchen. Da ist eben eigentlich nur das genannt und dann nochmal auch der Leichnam, der gesalbt wird, wiederum von den Frauen. Also auch da das Weibliche, gerade das Element, was die Salbung hier in dieser Welt durchführt. Es ist also nichts, was irgendwo im rein geistigen, männlichen Prinzip allein stattfinden kann, sondern dieses männliche Prinzip muss durch das Weibliche hier in der Welt erst seine Gestalt gewinnen, zur Erscheinung kommen. Deswegen ja auch immer die Rede von der Einwohnung Gottes als Schchina, als weibliche Seite Gottes. Alles Erscheinen Gottes und in dem Sinne, so häretisch das auch klingen mag, ist durchaus ein weibliches Element im Christus, im Sohn Gottes festzustellen, weil er eben das Erscheinende des Ewigen in der Zeit ist. Aber um nicht allzu häretisch zu werden, gehe ich jetzt nicht weiter darauf. Ja, gerade kam mir noch der Gedanke, was vielleicht noch erwähnenswert ist, die Zweiheit auf allen Ebenen, Bet, Kaf und Resch, 220 und 200, hat als Wurzel, je nach Reihenfolge dieser Buchstaben, viele Wörter hervorgebracht. Der Erstgeborene zum Beispiel. Der Bechor, auch das Reiten, Rachav, Rakav, also das Reiten auf einem Pferd. Und jedes Tier ist ja eigentlich die körperliche Existenz, auf der dann der Reiter, also das geistig-seelische, sitzt. Aber worauf ich hinaus will, auch das Wort Segen, Segnen, hat die Wurzel Barach, Bet, Resh, Chav, also 2, 220. Und Segen nach diesem Verständnis ist eben gerade dann gegeben, wenn auch hier in dieser Welt der Zweiheit, und zwar durch alle Ebenen hindurch, sich etwas manifestiert. Also nur ein Glück in einer Art schwammigen Jenseitigkeit gedacht, ist nicht der wirkliche Segen. Der Segen, den erlebt man hier gerade in dieser Welt der Zweiheit, und zwar vollständig in dieser Welt der Zweiheit. Nicht auf diese Welt der Zweiheit beschränkt, das sei nicht damit gesagt, aber auch hier schon sozusagen, wenn wir es zeitlich betrachten. Und deswegen kann eine wirkliche Erlösung, das wirkliche Erleben des Messias und des Erlöstseins durch ihn niemals nur darin bestehen, dass man hier ein bitter, saure, Miene machendes Lebensschicksal bestreitet, über alles nur flucht und spottet und zynisch ist, aber dann sagt, ja, aber ich glaube ja an Christus, deswegen, wenn ich hier endlich fertig bin, wenn ich hier endlich durch bin durch diese Welt, dann bin ich im Paradies mit Christus im Himmel angekommen und dann habe ich meine Belohnung für diese ganze Qual hier unten. Das wird niemals die wirkliche Erlösung sein, die da spricht, sondern das ist dann ein falscher Christus. Der wahre Christus, der wird hier erlebt. Deswegen kam er ja auch ins Fleisch. Deswegen sind gewisse, wie man dann sagt, gnostische Irrlehren ja auch durchaus abzulehnen, die davon reden, dass Christus überhaupt nicht hier, nicht fleischlich erschienen ist, sondern nur eine Art geistige Wesenheit sei und die ganze Materie einfach nur das Böse ist und wertlos und ein Fehler in der Schöpfung. All das ist ein Entweihen dieser Schöpfung Gottes. Denn Christus ist ins Fleisch gekommen, Christus ist hier im Fleisch zu erleben, als Botschaft des Fleisches zu erleben, als die Erlösung des Fleisches, das Lebendigmachen des Geistes hier schon im Fleisch. Und in diesem Sinne ist eben der wirkliche Segen unbedingt, da gibt es nichts zu diskutieren, hier schon in dieser Welt zu erleben. Das heißt nicht, dass man mit einem Dauergrinsen als vermeintlich Erleuchteter durch die Welt gehen muss und sozusagen damit provozieren soll, dass man besonders glücklich ist, denn das ist dann schon wieder ein
fragwürdige Art von Fassade und äußerlichem Darstellen, sowie auf der anderen Seite das besonders griesgrämige Dreinblicken der Pharisäer, wenn sie fasten, etwas Ähnliches ist, um zu zeigen, dass sie gerade am Fasten sind. Genauso soll man nicht zeigen, dass man gerade besonders glücklich und erlöst ist. Man soll es in dem Sinne schon zeigen, dass man befreit, locker und herzlich mit der Menschheit, mit den Menschen um sich herum, mit der Welt überhaupt umgeht. Aber man soll sozusagen nicht die Leute sich schlecht fühlen lassen, dass sie nicht so glücklich sind wie man selbst, indem man ihnen die ganze Zeit ja, ins Gesicht klatscht, dass man jetzt super, super fröhlich ist. Und weil das hier eigentlich eine Art Pfeifenmonolog sein soll, zünde ich mir diese Pfeife auch nochmal an. Was mir noch einfällt, was ich mir vorgenommen habe, in diesen Nachträgen noch einmal kurz anzusprechen, ist, dass ja auch die Zahl Wörter im Hebräischen, das Wort 1000, Aleph, haben wir schon angesprochen. Das ist vielleicht ein guter Einstieg. Aleph, also die 1000, die wiederum zur Einheit dahingehend zurückführt, dass sie dasselbe Wort wie Aleph ist, geschrieben genau gleich. Und ja auch schon der volle Wert von Aleph, von dem Buchstaben Aleph, oder eben der Wert, der äußere Wert von dem Wort Aleph, Aleph Lamed P geschrieben, 111 ist, also die Einheit auf allen drei Ebenen verkörpert. So ist dann also die 1000 das, was am Ende einer langen Reihe steht, was dann wiederum zur Einheit des Ursprungs zurückführt. Und wenn die 400 das Ende der 22 Zeichen und der Welt dieses Exils ist, die völlige Ausschöpfung der Welt der Vierheit bis in alle Zukunft hinein, so ist darin dennoch ja schon enthalten die 1000, wie in der 4 die 10 enthalten ist. Die 400 plus die 300 plus die 200 plus die 100, also diese 400er-Zeichen zusammengezählt, sind eben auch die 1000. Und so ist eben in dieser 400, in dem Kreuz, was es ja als piktografisches Symbol im Ursprung zeigt. In diesem Kreuz ist schon als Entfaltung dieses Kreuzes die 1000 enthalten. Und die 1000 als die Aleph ist die Aleph, die 1 vom Ursprung. Aber diese ganze, ganze Welt der 22 Zeichen, der Verbannung, dieses Exils, ist dann immer noch darin enthalten. Wollen wir nicht alle Zahlen von 1 bis 10 in ihren Zahlworten durchgehen? Manches wurde auch schon angesprochen. Manche sind auch nicht ganz so deutlich. Die kann man dann selber, wen es interessiert, in einem Wörterbuch nachschlagen. Die Wurzeln dazu, zum Beispiel die 4, die Revani oder Arba. Steckt natürlich dann auch so ein Wort wie Rav, die Vielheit drin, passt ja auch zur Vierheit. Die Vielheit als die Vier der Welt und die Vielheit der Welt, aber es ist nicht ganz so eindeutig. Genauso in der Schlichi oder Schalosch, der Drei, kann man auch was rein lesen natürlich. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei den etwas deutlicheren Zahlen. Auch die Zwei, die Chenie oder Stein in einer anderen, haben beide natürlich auch tiefe Bezüge. Als Chenie hatten wir schon eben den Buchstaben Shin, der als Wurzel darin auch festzustellen ist, oder der Shen, der Zahn, und was da schon angesprochen wurde, dass eben Shin Nun als Wurzel eine so breite Produktivität zeigt, das alles in der 2 natürlich dann auch mit enthalten, das Shana, also auch das Ja und die Wiederholung, das Lernen, das Wiederholen hat natürlich etwas, diese Wiederholung hat natürlich was mit der 2 zu tun, die 2 ist ja eine Wiederholung der 1 sozusagen. Das Wort Steim, ein anderes Wort für die zwei, die weibliche Variante, hat dann was mit der Shet zu tun. Shet als Wurzel, auch der Name Set, der Sohn Adams, anstelle des Abel geschenkt, ist ja dann die 300, 400, also die 700, die 7 auf der Ebene der Hunderter. Und jetzt weiter darauf einzugehen, ist interessant, dass das Wort für die Mahlzeit Mischete
davon abgeleitet ist, nämlich von der Wurzel Chate, was das Trinken bedeutet. Also die Mahlzeit ist eigentlich wörtlich eher sowas wie das Trinkgelage, das Getrinke. Aber auch darin steckt eben, dass wir das Flüssige beim Trinken, also die Zeitlichkeit, das zeitliche Erleben aufnehmen und das ganze Leben eben diese Mahlzeit ist, die Mishte. Und diese Mishte, da nehmen wir eben alle Wasser der Zeitlichkeit auf, die wir als Leben erleben und zerkleinern das, wenn es feste Nahrung ist, durch unseren Shen, unseren Zahn, auch den Shen, auch die Shin auf dem Kopf, auf dem Tefillin, auf dem Gebetsriemen. Schon mal zur Deutlichkeit, es war in dem letzten Beitrag vielleicht nicht ganz ausdrücklich gesagt, dass eben diese Tefillin mit der Shin gerade den Kopf, den Rosh vervollständigen. Dass dieses Auge der Einheit, was damit sichtbar gemacht wird, die Augen der Zweiheit erst vervollständigen und dadurch sozusagen das Haupt des Menschen erst wirklich würdig machen, das Oberhaupt über die Vierheit, die Eins gegenüber der Vierheit des Körperlichen zu sein und eben nicht dieser bloße Kopf, das bloße Kopfdenken mit der Zweiheit, die das duale Denken des Gehirns verkörpert, sondern das Ganzheitliche, auch Geistige eben in dieser Einheit des Kopfes repräsentiert wird, das eben erst mit der Schiene vorhanden ist, als sodass diese ganze Symbolik auch in dieser Resch und ihrem vollen Wert der 500, wenn man die Schiene mit dazu, zu dem Resch, Rosch, dem Kopf, auch die Schiene, die da ja eben in dem Wort schon als Ende des Wortes drinsteckt, und als nächstes Zeichen der 300, die auf die 200 folgt, wenn die zusammen erst die 500 ergeben, dieses 23. Zeichen schon hierher holen ins Exil, das ist uns eben gegeben, indem wir unsere Tefillin auf unserem Rosh haben, unsere 300 zu 200 hinzufügen, dadurch die 500 in diesem Auge der Einheit erahnen dürfen. Erstmal die 5, ganz einfach, Wurzel Chet Mem Shin, zum Beispiel Chamosh, also Chamishi, Yom Chamishi ist der fünfte Tag. Das Pentateuch, also die fünf Bücher Mose, werden als Chomesh bezeichnet oder Chamosh. Die Fünfheit hat dann aber noch als Bezug auch das Gerüstetsein, also die Waffenrüstung. Hat etwas mit der Fünfheit zu tun. Es ist ja zum Beispiel auch David, der fünf Steine sich sucht für seine Steinschleuder, um Goliath damit zu erschlagen. Es ist also seine Rüstung. Das, womit er sich rüstet, ist die Fünfheit auch da. Man könnte auch sagen, natürlich, das ist dann sozusagen sein Wissen über die Tora, die Fünfheit der Tora, der fünf Bücher, womit er den Riesen besiegen kann, wider alle Erwartungen. Zur Siebenheit, das Wort sieben, Sheva, Shevi, deine Ein, also die Wurzel Shin Bet Ein, ist auch wiederum ziemlich vieldeutig. Unter anderem das Wort Schwören wird davon abgeleitet, Schwur, also Batsheba, die Batseba, die Geschichte, die zwar David sozusagen in scheinbare Sünde sich stürzen lässt, die dann aber auch die Mutter von Schlomo, also vom Sohn Davids, von diesem Vorschatten auf den Messias sozusagen, wird. Diese Bathsheba könnte man als die Tochter Bat der Sieben, Sheva, oder aber auch die Tochter des Schwures übersetzen. Allerdings gibt es auch noch ein Wort, was zwar gleich geschrieben wird wie Sheva, was aber dann nicht mit Shin, sondern mit Sin ausgesprochen wird. Und zwar ist es dann Sava, und das ist das Sattsein oder Sattwerden, Sättigen und so weiter, alles was dann von diesem Begriff abgeleitet wird. Also die Siebenheit hat nicht nur mit dem Schwur und dem Schwören zu tun, sondern eben auch mit dem Sattsein. Wie eben die 7 Tage der Schöpfung, die 7, der Sabbat, diese Schöpfung erst voll macht, satt macht. Da ruht ja dann auch Gott wie satt von allem sehr Guten, was er sieht, nach dem sechsten Tag und sich entspannt, satt zurücklehnt
Und so sei es uns auch anempfohlen, in dieser Welt des siebten Tages, also nicht im Sinne von faul sein und nichts mehr tun, aber im Sinne von den Sabbat zu heiligen, anzuerkennen, dass diese Welt sehr gut ist, die einzige Tätigkeit, die sozusagen am Sabbat erlaubt ist, wenn man es so gesetzlich sieht, ist die Priestertätigkeit. Also die Tätigkeit zu vermitteln zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer, zwischen dem Volk Gottes und dem Ewigen. Und das ist natürlich alles Handeln, was wir tun im Endeffekt, oder soll es sein. All unser Handeln soll in diesem Sinne symbolisch sein, etwas verkörpern, ewige Prinzipien verkörpern, um zu vermitteln, zumindest potenziell zu vermitteln, zwischen Mensch und Gott. Natürlich kann man da bei sehr, sehr vielen Tätigkeiten geteilter Meinung sein, angefangen beim Pfeife rauchen, aber im Endeffekt muss man das für sich selber entscheiden. Zu neun vielleicht kurz angemerkt trotzdem, dass sie Tishan Taf Shin Ayin geschrieben, könnte man von der Wurzel Yeshua, also Yosha, das Erretten, so wie bei Yeshua eben von dieser Wurzel kommen, Yehoshua, Gott errettet. Dann ist die Taf am Anfang zum Beispiel die Du Form oder die Sie-Form im Sinne von Singular, dritte Person, weiblich, also eine Frau oder ein weibliches. Also ein weibliches errettet oder du errettest, könnte man diese Zahl 9 übersetzen. Vielleicht kann man da irgendwo den Bezug zur Tet der 9 als der Gebärmutter sehen, der Unterwelt, die diese Gebärmutter ist, die Wahrheit auch, die ja ein altes Weib ist, laut Nietzsche, die jedenfalls gebiert, die neue Welt, die 10, die J. Die J ist ja auch dann dieser kleine Haken in dem Zeichen, der Tet, der sozusagen wie das Kind in dem Äußeren dieser Gebärmutter, der Tet, erscheint. Also die 9, Tisa, Tisha. Dann die 10, Asar, ist gleichzeitig die Wurzel, so ein Sin Resh geschrieben, ein Shin Resh, gleichzeitig die Wurzel des Wortes für reich sein, Reichtum. Ein Osher ist dann üblicherweise der Reiche in der, ja, sagen wir mal, im jüdischen Sprachgebrauch. Die 10 halt also mit der Fülle, mit dem Reichtum assoziiert. So viel zu diesen Zahlen, Worten, Zahlworten. Tja, angefangen hatte dieser Monolog so ungefähr mit den Farben, mit den Himmelsrichtungen, den Vokalen. Das wurde niemals abgeschlossen. Vielleicht daher nochmal kurz der Hinweis, so wie eben der obere Halbkreis die Farben des Spektrums abbildet und der gesamte untere Halbkreis, also die untere Hälfte des Kreises, das Weiße des Geistigen ist, so ist, wenn wir, wie schon gesagt, im Osten im Ursprung das Goldgelbe ist und im Westen das Blaue, das Techelet, das Vollendete, die Zukunft wartet, hart, dann haben wir in der Mitte, also sozusagen im Mittelpunkt des Kreises, beziehungsweise an der unteren Seite der oberen Kreishälfte in der Mitte, das, was zwischen dem Osten, dem Ursprung des Ostens, dem Gelben, und der Zukunft des Westens, dem Blauen, liegt. Also die Gegenwart mit der Farbe Grün, als Mischung von Gelb und Blau. So ist dann Grün, auch das Grün der Natur, insbesondere der Pflanzen, der Ausdruck im
Spektrum für die Gegenwart. Oben im Norden, also das Rötliche, das Rote, der Übergang, also die Orange, das ist sozusagen da, wo das Körperliche in Richtung des Ursprungs, des Geborenwerdens wirklich tritt. In diesem Sinne hat dann zum Beispiel Weinreber darauf hingewiesen, dass bei den orangenen Gewändern mancher buddhistischer Mönchsschulen, sage ich mal, dieses Wissen noch dahinter stecke, dass also die Orange die Farbe des ersten Übergangs in die tatsächliche Ursprünglichkeit des Werdens ist. Also das Rote des Körperlichen ist noch sozusagen das abstrakt Körperliche, so seltsam das vielleicht klingt, also das eher das Potenzial zum Körperlichen, während die Orange dann der Übergang in die Verwirklichung schon ist. Und so könnte man dann auch sagen, ist am Ende dieses Kreislaufs oder Halbkreises in dieser Darstellung nach dem Blau Techelet des Ostens der Übergang wiederum zu Rot, also wieder zum bloßen Potenzial ganz im Norden, das Violette, das Lilane, als das, was auf der anderen Seite diesem Orange gegenübersteht, Übergang von der noch zeitlich gedachten Zukunft zurück in das Jenseitige. So passt dazu vielleicht auch, dass gerade in gewissen Chakrenlehren, wo dann den verschiedenen Achsen der menschlichen Mittelachse, also den verschiedenen Ebenen dieser Achse, Farben zugeordnet sind, unten das Rote oder beziehungsweise noch tiefer in Richtung dunkelbraun und schwarz irgendwann, in Richtung Füße und Erdboden, aber dann rot als die Wurzel des Rumpfes, über eben diese ganzen Farben des Regenbogenspektrums, orange, gelb, grün, dann blau im Bereich der Kehle und dann eben das Violett, genau da, wo dann sozusagen das dritte Auge, das Auge der Einheit gedacht ist, in Richtung dem Weißen, was dann schon über dem Kopf angesiedelt ist, der Heiligenschein sozusagen. Und dass dieses Violette da dann gerade den Übergang bildet von dem noch körperlich zumindest darstellbaren, andeutbaren, eben dritten Auge, Kopfende und dann der Übergang dieses Violetten ins Ultraviolette und dann in Richtung Weiß, in Richtung der Farbe, die alle Farben beinhaltet. So dann auch das, die Erklärung, warum der ganze Südhalbkreis das Weiße ist, weil eben der Geist das ganz Weiße, den gesamten Norden in sich birgt, so wie der Himmel die gesamte Erde auch umfasst letztlich. Und zum Beispiel da auch wieder das Wortspiel mit dem Shomai, dort ist Wasser. Also der Himmel Shomai als auch dort ist Wasser. Auch dort ist die Welt der Zeit vorhanden, nur eben befreit von dem Druck dieser linearen Zeit. Dort, wie auch am Himmel, die Wasser eben nicht mehr diesen fließenden Gang haben, sondern als Wolken dem Wind als Spielball dienen, sozusagen sich ganz frei und unerwartet bewegen können. Und genauso am Himmel sozusagen auch immer alles nebeneinander ist, was hier nur nacheinander erlebt wird. Also hier haben wir vielleicht, weil wir hier an einen Ort gebunden sind, ein bestimmtes Wetter und dann am anderen Tag ein anderes Wetter. Im Himmel ist alles irgendwo nebeneinander. Jetzt hier über Frankfurt ist vielleicht gerade bewölkt, aber kein Regen. Etwas weiter westlich regnet es aber gerade. Und wiederum viel weiter südlich ist strahlender Sonnenschein und überhaupt kein Wölkchen am Himmel. Und der Himmel als Ganzes birgt also das alles. Einfach. Und die Erde ist natürlich in diesem Sinne Teil des Himmels. Auch auf der Erde ist irgendwo alles und alles nebeneinander. Aber weil wir hier auf der Erde an unseren beschränkten Ausschnitt fixiert sind, können wir eben nicht diese Ganzheit wahrnehmen von unserem irdischen Standpunkt aus. Erheben wir uns, wenn auch geistig, erst einmal in diese himmlische Betrachtungsweise. Relativiert das eben auch das irdische Gebundensein.
Relativieren heißt nicht unwichtig machen, sondern nur in Relation setzen, ins Verhältnis setzen und dadurch eben frei werden von der Gebundenheit an das Einzelne, an das von frei werden von diesem Fixiertsein. Das sei jedem gewünscht. Halleluja.